Hallo liebe Spielenden, hier ist wieder Gary Metatron mit einem neuen Video zu Herr der Ringe Online. Beim letzten Mal haben wir den Kampf gegen einen Eisdrachen gewonnen und jetzt gibt es dafür auch eine gute Belohnung. Ihr könnt euch ja jetzt hier mal kurz durchlesen, was es denn hier für eine Belohnung gibt. Und vor allen Dingen ganz wichtig ist, es sind Leute in den Norden gereist. Ja, Dori hat es mit den Gerüchten erläutert. Jemand ist als Expedition aufgebrochen, das wollte König Thorin nicht. Und das bedeutet, wir müssen hinter der Expedition her. König Thorins Gesicht wird rot und erscheint entschlossen. Also, mal gucken, wenn wir jetzt hinterher rennen müssen. Das ist eine wöchentliche Quest gewesen, aber jetzt geht es halt auch in Richtung nördliches Gebirge, Eretmitrin. Und erstmal schauen, was ist denn hier so. 345er Item, auf jeden Fall mal besser als das, was ich habe. Das ist schon mal gut. Noch 115er Stufe. Wir sind aber schon Level 120, also eigentlich sind wir schon vorbeigelevelt. So, und das war es erstmal für Probleme unter dem Berg. Und damit ist die Belade von Rost und Raureif erledigt. Das war eine sehr lange Questreihe. Hier seht ihr das. Das sind im Buch der Taten die ganzen Inhalte gewesen. 16 Quests waren das, die uns die Geschichte von Karaskar und diesem Eiswinterdrachen erklärt haben. Ja, und das waren die letzten Let's Plays, die ich gemacht habe, damit ihr mal seht, was denn so an Geschichte im normalen Gebiet, also in Tal und in Seestadt und so weiter, im Spiel ist. Und jetzt wollen wir aber auch endlich mal ins neue Gebiet. Heute im Let's Play sehen wir mehr von Mittelerde. Das hat jetzt sehr lange gedauert und jetzt wird es endlich so sein. Update 23, neues Gebiet Eretmitrin, gucken wir uns heute an. So, erstmal kriege ich hier ganz schön viele Belohnungen. So, 100 Münzen von See und Flüssen, die kann ich irgendwann mal bestimmt eintauschen. Und hier seht ihr auch, geht es jetzt Richtung Norden. Ja, ich bin jetzt also kurz vor dem Eretmitrin und wir kriegen ganz viele Aufgaben. Hier steht jemand am Weg. Und der sagt, ich weiß nicht, wie viele Jahrhunderte es her ist, dass der Weg hier von Zwergenfüßen beschritten wurde. Aber jetzt sind wir hier und wir polieren die Straßenmarkierungen. 20 Stück. Das wird also ein ziemlich langer Weg werden. Wir sind Zwerge und gehören zum Volk Durins. Und für den Weg müssen wir auch noch Wolfsfelle sammeln, Ladbärenpelze, damit es uns nicht kalt wird. Auch eine schöne Quest. Macht ja Sinn, wenn wir in den Norden gehen, dort wo es richtig eisig ist, dass wir gut eingeheizt sind. Wir sind Zwerge und gehören zum Volk Durins. Und Wildkerne und Pinienkerne sind natürlich auch nochmal, Wildbeeren, ist natürlich auch nochmal wichtig, damit wir ein bisschen was zu essen haben. Wir wollen ja nicht unbedingt da oben verhungern, im grauen Gebirge. Ja, dafür müssen wir jetzt also ziemlich viel tun. Ich werde das ein bisschen abkürzen. Ich werde natürlich jetzt nicht alle 20 Markierungen mit euch gemeinsam polieren. Aber so ein bisschen was, damit ihr hier vom Gebiet was seht. Das machen wir natürlich mal zusammen. Hier werden die Mobs dann auch schon wieder dunkelblau. Sind sie nicht mehr ganz so hoch oder so niedrig vom Level her. So, und sie fallen trotzdem gut um. Das ist doch schon mal schön. Bezwinger der Eretmitrin. Jawohl, Kreaturen. Und das erste Wolfsfell haben wir auch schon mal. So, das gleiche müssen wir jetzt nochmal mit Bärenfellen machen. Die müssen wir natürlich auch noch finden. Jo, und dann müssen wir auch noch Bären finden. Also auf jeden Fall ziemlich viel hier. Hier gibt es auch Crafting-Material natürlich wieder. Ich mache mir selber Bögen, also nehme ich auch alles Holz mit, was geht. So, hier haben wir auch wilde Bären. So sehen die hier aus. Hübsch. Davon auch nochmal 12. Und brauchen wir ihn da? Ne, ihn brauchen wir glaube ich nicht. Ja, wir könnten hier mal einmal draufhauen, oder? Auf jeden Fall haben wir hier noch eine Tat bekommen. Das geht, wie gesagt, Richtung Norden. Sehr schön. Viele, viele Taten, die ich noch auf habe. Ich muss echt mehr erledigen. So, und da haben wir dann auch schon wieder eine Zwergenmarkierung. Ich bin jetzt also einfach mal weitergeritten. Eine Straßenmarkierung sozusagen.
So, 1 von 20, ne? Und das muss ich jetzt noch 19 Mal. Oh Mann, was für ein Weg. Warum hat die denn kein anderer poliert in der ganzen Zeit? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Den ganzen Weg hier oben. Eigentlich sieht das noch aus, als wäre ich im alten Gebiet, aber jetzt. Die Zwergenfestungen. Jetzt bin ich wirklich im neuen Gebiet. Jetzt geht auch die epische Quest hoffentlich endlich weiter. Ja, das sind doch ein paar von diesen Säulen, von diesen Markierungen. Na. Ganz schön düster hier. Aber irgendwie ist es immer spannend, in ein neues Gebiet zu kommen. Jetzt sehen wir es hier. Wunderbar. Da vorne ist das erste Lager. Und zwischen den ganzen Säulen erwartet uns auch noch ein Ring. Und wir sind jetzt ganz, ganz hier oben. Also nördlicher geht es eigentlich gar nicht mehr auf der Map. Und hier ist Update 24. Die Täler des Anduin. Und das wird noch dauern, bis wir da hinkommen. Da habe ich echt noch viel zu tun. Und jetzt sind wir auch schon wieder an einem wichtigen Punkt angekommen. Ihr entdeckt Dori und seine Gefährten, die an der Straße in die Eremitrien Halt machen. Eine Pflicht für König und Sippe. Agarion, es ist also vollbracht. Sehr gut. Ich wusste, dass die Anführer der Raben weise sind, aber egal, ob ihr Rat gut oder schlecht ist, sie sprechen immer mit spitzer Zunge. Den Rest könnt ihr selber lesen. Das ist bei den Questtexten bei Herr der Ringe einfacher für euch. Vor allen Dingen dauert dann der Stream nicht so lange. Also einfach auf Pause drücken, kurz lesen, weiter geht's. So, wir haben also wieder eine Quest geschafft. Wir sind auf dem Weg nach Tikilgundu. Mal gucken, ob wir da auch irgendwann mal ankommen. Gloin ist auch hier. Nach Zwergenart. Jetzt müssen wir mal gucken, wo müssen wir denn hin? Es gibt noch etwas zu besprechen, Garion. Wenn wir hier fertig sind, werden wir nach Dormguru nachkommen. Jetzt müssen wir also ein neues Dörfchen finden. Die Zelukra sind da wohl. Und dann gibt es noch die Stahlfestung. Ja, also hier gibt es echt wirklich interessante Punkte. Das waren ja in den Eisenbergen die Eisenfeste. Hier gibt es die Stahlfeste. Die ist noch ein bisschen was größer. Und hier gibt es auch richtiges Gletschergebiet mit Eisgletschern und sowas. Ja, mal gucken, ob wir da nochmal einen Eisdrachen treffen werden. Aber ich würde sagen, jetzt gehen wir mal dahin, was Dori uns sagt. Und vielleicht geht es da auch mit 8.2 weiter. Ja, wir müssten ja auch gucken, dass wir generell die Hauptstoryline jetzt weitermachen. Die Zelukra heißt die Storyline. Und da haben wir Ruinen der Eremitrien. Ganz schön viele Ruinen sind hier. Die müssen wir auch noch alle suchen. Die erste haben wir gefunden. Oh Mann, viel zu erkunden. Aber das ist das Schöne am neuen Gebiet. Ja, erinnert mich jetzt so ein bisschen an die Nordhöhen oder so. Ja, obwohl fast schon an Khan Doom. Naja, aber ist wirklich mal was anderes. Ist doch ein bisschen grüner, bisschen mehr Büsche hier, bisschen mehr Gräser. Feinde sehe ich hier gerade noch nicht so viele. Durin steht im windgepeitschten Gras der Anhöhen. Sollt ihr mich zu meinem Vater im einsamen Berg zurückbringen? Jetzt schließen wir endlich 8.2 ab. Hat mein Vater euch geschickt, damit ihr mich zum einsamen Berg zurückbringen könnt, Garion? Botus, Frostblut und seine Zelukra sind schon weitergezogen. Jetzt, wo ich diesen Ort mit eigenen Augen sehe, kann ich zumindest zum Teil verstehen, wieso sie gegen den Willen meines Vaters unbedingt hierher kommen wollten. Durin schaut sich auf dem felsigen Hochland um und schaut zu den gewaltigen Gipfeln des grauen Gebirges hoch. Tja, dann werden wir uns mal drauf gefasst machen, jetzt mal mehr mit den Zelukra zu machen. Das sind ja eigentlich nicht so freundliche Zwerge, auf jeden Fall ganz andere, die mögen den Erebor jetzt nicht so sehr, aber sind jetzt auch nicht richtig kriegerisch, also ist ein bisschen schwierig, die einzuschätzen. Und hiermit sind wir durch. Und hier gibt es jetzt Marken der Langbärte, nicht mehr Seen und Flüsse, sondern wir sind jetzt wirklich schon in einem anderen Update. Neue Marken für neue Händler. Zusammen werden wir Großes erreichen. Das ist wichtig. Das wird für uns beide
beide genug Abenteuer geben. Da bin ich sicher. Und damit sind wir bei einer 118er Quest vom Level her. Sehr schön. Kapitel 8.3. Bezwingt Feinde in der Wurmpforte. Reist mit Durin zum Amboss auf der verwelkten Heide. Jetzt müssen wir also auch hier wirklich mal ein paar Gebiete uns angucken. Es wird genug Abenteuer für uns beide geben, Garion. Da bin ich mir sicher. Das denke ich mir auch. Und wir gucken uns auf jeden Fall mal an, was wir hier so finden. Dieser Amboss hört sich interessant an, die Wurmpforte hört sich auch interessant an. Aber, wie gesagt, für Dori müssen wir auch noch in dieses Zelukra-Camp, was hier auf der Map eben zu sehen war. Da gehe ich jetzt gleich auch nochmal hin. Und 362. Die Wurmpforte ist im Nordwesten. Ist ja gar nicht so schlecht von der Itemstufe her. So, dann schauen wir mal, was haben wir denn hier alles. Also, jetzt hier hoch, da müsste es in das Camp gehen. Oh, sieht gut aus. Da sind wieder Zwerge. Ihr entdeckt ein kleines Zelukra-Lager neben der Straße in die Erebitrin. Und da ist auch ein Stallmeister. Hier können wir jetzt immer hinreiten und weg. Das ist schon mal super. Hier gibt's Quests, Kopfgelder, Schafkralle. Sind 117er Quests. Also hier, die sind jetzt halt schon ein bisschen zu low für mich. Aber kein Problem, dann sind sie auch einfacher wegzuhauen. So haben wir dann einfach mal drei Quests hier von so einem Brett. Stechklaue, Holkorm oder Holkorm, keine Ahnung wie es genau heißt. Holkorm, könnte man alles draus machen. Holkorm, keine Ahnung. Und den Knorpel und das Knorpelfell, so genau. Das ist klar, wie man das lesen muss. Und Knorpelbeißer. Sollen wir bezwingen? Ah ja. Und noch Ladbären. Oh Gott, jetzt haben wir richtig viel zu tun hier oben. Da kommen doch einiges an Quests zusammen. Und da vorne steht auch noch einer. Der möchte mit uns jetzt reden. Was wollt ihr? So, ihr seht, es kommt noch eine Festung. Skalhalt. Da können wir dann auch hinreisen. Die müssen wir noch freischalten. Und nach Zwergenart. Ah, was treibt jemand von eurem Volk so tief in grauen Gebirge? Bezwingt Drachenjunge und Würmer im grauen Gebirge. Tja, hier müssen wir jetzt erstmal wieder was Vertrauen gewinnen. Das heißt, dem zeigen wir jetzt mal, wie wir Würmer schlachten. Und dann geht die Quest auch weiter. Sehr cool. Also haben wir hier ein kleines Lager jetzt, wo wir uns ab und zu mal aufhalten können. Wenn wir, ja, mal per Schnellreise oder eher gesagt per Pferd unterwegs sein wollen. So, und nun müssen wir gucken, was machen wir denn als erstes? Wir haben so viel zu tun. Die ganze Map ist jetzt bestimmt voller Questzeichen und hier haben wir noch einen. Oh oh. Wir sind Zwerge und gehören zum Volk Durins. Ah, hier geben wir jetzt die Quest ab. Der gut ausgeschilderte Weg. Ja, das sind die Quests, die ich am Anfang bekommen habe, als ich eben hier hochgeritten bin. Ein Barte meines Großvaters. So, das ist was für den Weg an Fell. Und das andere war das Barte meines Großvaters. Zu essen. Wegzehrung. Und schon haben wir den ja glücklich gemacht und der ist schon verschwunden. So schnell geht's. So, hier kann ich noch Kopfgelder kriegen. Schwarzhorn, das habe ich noch nicht. Noch mehr Kopfgelder, oh mein Gott. Oh wei, das hört ja gar nicht mehr auf. Und dann noch Sumpfpirscher und Grasadru. Oh Mann. Habt ihr gesehen, wie viele Quests das jetzt sind? Das sind jetzt irgendwie 9 bis 10 Quests mindestens, wo wir ganz schön viele für erledigen müssen, die ich jetzt hier in dem kleinen Lager bekommen habe. Ja, aber das gibt Ruf, das ist ja schon mal nicht schlecht. Das gibt auch Marken und ja, hier ist alles voll. Das ganze Gebiet ist eigentlich voll mit Kopfgeldern und Monster töten und Quest und Story und allem drum und dran. So, und dann habe ich auch noch Expeditionsaufträge, die ich abgeben kann. So, das war es auch schon wieder. Und dann gucken wir uns doch mal hier was um, oder? Ich meine, wir machen das jetzt nicht alles zusammen, also ich mache jetzt nicht jeden einzelnen Mob mit euch, aber das Schöne ist halt, mit der Jägerfertigkeit kann man auch die Names so ein bisschen
Tja, einschätzen, wo die rumstehen. Ne? Kann man sich ja ein Ziel setzen, wo die genau sind, wenn man in der Nähe ist. Ich werde jetzt natürlich versuchen, nur die Hauptstoryline groß hier mit euch anzuschauen. Also nicht jedes einzelne Kopfgeld, nicht jeden einzelnen Mob, sondern einfach halt die 8.3er Geschichte und dann die Hauptstoryline hier von dem Gebirge. Da gibt es ja auch mal ein bisschen was, wo es um die Zilukra geht, um die Expedition geht, um Dori geht, warum ich hier hochgeritten bin und so weiter. Aber jetzt jedes einzelne Kopfgeld mache ich jetzt nicht mit euch, sonst sind wir echt hier ja, stundenlang unterwegs. Das hat nämlich ganz schön lang gedauert. Ich bin jetzt am Ende dieses Erythmitrien, also im Real Life, nicht hier per Aufnahme. Und das hat echt gedauert, bis ich da alles abgearbeitet hatte. Wie in jedem neuen Gebiet gibt es mittlerweile auch hier wieder Saiten, die wir sammeln müssen. Gefrorene Saiten, auch hier wieder 8 Stück. Die Harfen singen laut und das Feuer brennt nieder. Unsere Gedanken schweifen in die Ferne wieder. Als weit im Norden bei den fernen Zwergen die Ambosse klangen unter den grauen Bergen. Eine schöne Zwergengeschichte, das ist doch auch schon mal super. Da haben wir auch mal so einen grimmigen Eisdrachen. So eine ähnliche hat auch Erebor angegriffen im letzten Let's Play. Also wenn er eine Nummer zurückguckt, dann seht ihr den Angriff, den Kampf gegen so einen riesen Eisdrachen. Aber das hier ist jetzt nur eine Signatur, den kriege ich auch noch gerade so umgehauen. Ist aber auch schon mein Level, also auch schon Level 120. Ihr seht, da ist jetzt wirklich gut, dass man schon mal vorgelevelt hat. So, davon muss ich noch 3 erledigen. So, und wir müssen auch mal gucken, wo denn jetzt gleich 8.3 weitergeht. Der müsste nämlich auch hier irgendwo stehen. Der Quest-NPC. So junge Eisdrachen müssen wir jetzt nicht mehr machen, aber so grimmige noch. Ja, und dann die kalte Heide. Oh wei. Da haben wir noch viel zu tun. So, nehmen wir jetzt mal den da uns vor. Der sitzt nämlich da genau an einem Questpunkt. Daher muss er jetzt dran glauben. Ich muss dahin. Tut mir ja leid. Ans Erdreich. So. Und ganz hinten im Hintergrund seht ihr dann auch noch Eier, die da blinken. Auch die müssen wir zerstören. So. Relikte von König Ikron. Oh Gott. Davon sollen wir 12. Schon wieder eine Quest. Nichts zum Abgeben, sondern schon wieder was angenommen an Quests. Oh mein Gott. Und ich sage eben noch, wir haben schon viele Quests. Also hier ist richtig viel zu tun. Aber wenigstens 1 von 12 haben wir jetzt schon. So, und da sind die Dracheneier. Jetzt gucken wir mal, dass wir die hier schnell wegkriegen. Bevor die Mutti hier zurückkommt. Oh, die kommt genau auf uns zu. Ist ja wieder klar. Ha. Ein Glück ist sie kurzsichtig. Sehr blind. Sieht nichts. Oder heißt das weitsichtig, wenn man weit nichts sieht? Ach egal, ich mache sie trotzdem platt. Und da hinten ist auch so ein Frostgrimmiger. Ihr seht da dieses blaue Nebelteil da hinten rumfliegen. Das mussten wir auch für eine Quest machen. Also auch ein paar davon. Wie gesagt, ich habe vieles übersprungen, damit wir auch beim nächsten Let's Play uns ziemlich gut um die Story kümmern können, damit wir hier die ganzen Nebenaufgaben mal schnell erledigt haben. So, jetzt erledigen wir hier die Dracheneier noch. Auch davon noch 10 Stück. Ihr könnt euch also vorstellen, wie lange ich hier oben in der verwelkten Heide unterwegs war, oben rechts. Das ist echt heftig, wie lange. Aber ich meine, die Geysire und diese Gletscher, das ist schon schön. Also, das ist mal was anderes, das sieht man doch gerne. Da war wieder so ein Geysir gerade am Ausbrechen. So, ganz viele Drachen hier. Und irgendwo hier ist auch der Quest-NPC für das epische Buch. Ich müsste nur mal finden bei den ganzen Questanzeigen auf der Map. Hier irgendwo bei dem Skelett vielleicht. Ziemlich großer Drache, der hier liegt. Den hätte ich bestimmt nicht solo machen können. Oh, da liegen sogar 2. Ja. Also hier muss ich irgendwo hin, aber ich mache jetzt erstmal den hier weg. Da kommt wieder so ein Geysir im Hintergrund hoch. Sehr cool.
Freies Duschen für alle. Jawohl. Die Frage ist, ist der heiß oder kalt? Aber soweit ich weiß, muss ja so ein Geysir... Also nee, wenn er aus Kohlensäure ist, ist er kalt, weil dann kommt da ja eigentlich nur ein kaltes Gas und dadurch wird er dann hochgeschleudert. Aber soweit ich das weiß, kommen Geysire meistens wegen Vulkanaktivitäten, wegen Hitze. Also dann sind sie heiß, aber ich glaube, es gibt beide. Es gibt kalte und heiße Geysire. Die hier kann ich jetzt nicht einschätzen, ehrlich gesagt. Und da, jetzt sehe ich den Quest-NPC auch schon. Durin ist hier. Mitten in dieser kalten Gegend starrt er gedankenverloren den Amboss an. Damit ist wohl der Gletscher gemeint. So, und jetzt hier nochmal so ein Relikt ausgraben. Wenigstens zwei schon mal von 12. Ja, ich schau auch mal drauf. Seht nur, der Amboss der Winterschmiede. Und hier gibt's einen weiteren Folgeschritt. Sammelt Drachenzähne auf der Heide und sammelt Wurmhäute. Ja, bedeutet... Ist ja schön und gut, dass wir hier 8-3 jetzt haben, aber wir müssen noch mehr tun. Wir müssen nämlich noch Drachen erledigen. Und was er zu erzählen hat, das könnt ihr euch jetzt noch kurz durchlesen. Ich bin jetzt schon mal weg. Macht's gut, bis demnächst. Hoffentlich lasst ihr mal ein Like und ein Abo da. Und hier im neuen Gebiet sehen wir uns dann wieder. Bis demnächst. Bye bye. Ich habe einen Plan, der Trophäen von den hiesigen Kreaturen erfordert.